12 Kilometer Eier, es geht los. Ich möchte in dieser Folge mindestens 9 Stück davon bringen. Hier in der ersten Ladung sind mal 4 plus 15 Kilometer Eier. Die hatte ich noch von davor so angesammelt und die möchte ich mir auch mal ansehen. Und da ist schon das erste. Ein Sternenstück habe ich an. Ich bin schon gespannt auf die Bonbons und okay, Lavita, 8 verschiedene Pokémon können da momentan drin sein. Auf die Bonbons und den Sternenstaub, 8000 waren das jetzt. Sternenstaubmäßig war das eine Menge. Okay, mit Sternenstück, aber dennoch. Das geht in Ordnung. Oh wow, das ist echt gut. Für einen 94 ist ein 100er. Also, 3 neue Pokémon haben wir hier drin. Gladiantri, Skalyk und Ganoville. Und wenn man vom Teufel spricht, im Pokédex registriert. Jawoll. Sehr schön. Oh nein! Oh nein! die Ei-Video-Kenner wissen Bescheid, warum ich gerade hier jetzt so lache. Warum kann ich denn schon die Entwicklung durchführen? Was ist denn da los? 14.10. Ich habe mir die Eier gestern gesammelt und ich werde dann gleich nochmal weitersammeln und das Video möchte ich heute hochladen. Deshalb werde ich mir vermutlich den einen oder anderen Radar noch kaufen, weil das ultra lange dauert, die ansonsten zu sammeln. 6 Rüpel besiegen, dann darauf 8... Castadur, was ist mit dir los? Wo bist du denn da gefangen? 6 Rüpel besiegen, dann ein Ei wegbrüten, den Boss und so weiter. Und laut meiner Planung her würde ich das Video gerne heute hochladen. Also empfehle ich eigentlich nicht, die Radare so zu kaufen, aber ich werde mir für das Video, dass ich jetzt noch ein paar 12er Eier direkt raushauen kann, werde ich mir das eine oder andere, den einen oder anderen kaufen. So, bringen wir noch schnell die 10 Kilometer Eier hinter uns, denn ich weiß schon, was aus den 12ern teilweise rauskommen wird. Absol, jetzt nicht falsch verstehen, also das kann auch aus den 12er Eiern rauskommen, aber das war noch immer ein 10 Kilometer Ei. Und die werden neuerdings auch wirklich mit der richtigen Eifarbe angezeigt. Das war auch eine lange, lange Zeit lang nicht so. Und da geht es schon weiter. Wird da noch ein Gladiantri drin sein? Hey, welch Überraschung! Und noch eines kommt, denn ich habe 74 Bonbons und die hat man schon alle gut geschrieben bekommen, nachdem die Eier aufgehen. Folglich, ja, bisschen gespoilert schon, aber ja, dreimal das neue Pokémon. Warum denn nicht? Jetzt darf ich nur nicht die Pokéstops drehen. Weil, ja, und da ist es auch schon. Bisschen die Spoilerwarnung, kann man nichts machen. 819 ist hier ein 100er. Ja, da war noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei dabei. Die kann man aktuell, glaube ich, nur ausbrüten. Nicht in der Wildnis, nicht sonst irgendwo, nicht im Raid. So, aber ein 12 Kilometer Ei muss dann noch kommen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Riolu! Spiel, möchtest du mich bestechen? Dass ich mal gut über die Eier spreche? Offensichtlich willst du das. Ein Riolu nimmt man natürlich immer gerne mit. Der Schilling, Alter. 9 mal 12 Kilometer Eier. Kein Scherz, ich habe die komplette Ladung voll damit. Und schauen wir mal, welche von diesen 8 Pokémon wir da rausziehen können. Sternenstück auch wieder am Start. Und das war teuer. Das dürfte mein teuerstes Ei-Video bisher gewesen sein, denn neben den Brutmaschinen habe ich mir 7 Rocket-Radare gekauft, dass ich das eben jetzt schnell machen kann und die freien Eiplätze direkt nutzen kann. Ja, okay, Lavita, Absol, damit starten wir hinein. Und nein, das werde ich selbstverständlich nicht machen, aber man ist nun etwas motivierter, vielleicht die Bosse zu besiegen und davor irgendwie darauf zu achten, dass man einen freien Eiplatz hat. Lavita momentan auch bei den Rocket-Rüpeln, von daher finde ich das im Ei jetzt gar nicht mehr so krass, weil man es gezielt jagen kann. Ich hatte neulich, jetzt gestern, ein 98er wäre es gewesen, wenn ich es erlöst hätte. Aber ich habe schon einen 100er erlöst, Lavita. Okay, und Ratitox, diese Mülltüte jetzt zum ersten Mal. Ich meine, ja, ist natürlich nicht toll, aber wenn man sie nicht allzu oft bekommt, irgendwas muss ja drin sein. Was schlechter ist, dass man sich über die anderen freut, weil die besser sind. Und damit meine ich nicht Barschwarm 10 Kilometer Ei, wo man bei 9 Eiern 8-mal Barschwarm hat, sondern wirklich nur so ein kleines Füller-Pokémon. Gladiantri, mein 4. mittlerweile. Spoiler-Alarm, in dieser Ladung ist keines mehr dabei. Ach ja, die Bonbons, die verraten es schon.
Das ist fast das Schlechteste, was man aus dem Ei bekommen kann. Aber 106 Bonbons, das geht schon in Ordnung. Aber jetzt so rückwirkend auch irgendwie interessant mit den 12 Kilometer Eiern. Ich erinnere mich noch an einige Fragen und Antworten Videos. Kalyk, was ist denn da los? Neuer Pokédex-Eintrag, jetzt fehlt mir nur noch Ganuvil. Jo, 16 Bonbons, das ist wenig. 50 benötigt man für die Entwicklung. Der Typ Unlicht, Flug ist sozusagen ein bisschen das Pendant oder Gegenstück oder wie auch immer zu Geronimats, sind auch im Pokédex direkt daneben. Ja, ich erinnere mich noch an die Fragen-Antwort-Videos, wo wir so philosophiert haben über andere Eier mit anderen Kilometern, zum Beispiel 100 Kilometer Ei mit Legendären drin oder irgendwie sowas. Jetzt kommt wirklich ein 12 Kilometer Ei. Na, okay, Lavita dürfte gefühlt relativ häufig sein, aber das ist grob gesagt immerhin nützlicher als ein Barsch war. Vor allem für neue Spieler, die den Community Day eventuell verpasst haben. Ja, ich erkenne da ein Muster. Schon sehr viele Lavita, definitiv. Haben wir noch ein paar Eier? Ich will noch obwohl zwei Pokédex-Einträge in dem Video, das reicht schon mal. Aber noch irgendwas anderes? Ich glaube, drei Pokémon habe ich jetzt noch nicht gebrütet aus diesem Ei von den 8 möglichen. Zurukex. Oder habe ich noch nicht? Habe ich Zurukex gebrütet? Jetzt habe ich dann schon 6 von 8. Kapuno und Ganuvil fehlen noch, wenn ich mich recht entsinne. Und Zurukex ist ja normalerweise auch PvP-exklusiv. Außer bei einem Rauchevent gab es das mal. Oh, okay, das war's schon. Das kam mir jetzt aber schnell vor. Also, dass die Ausbeute nach hier 13, 12 Kilometer Eiern, wenn ich mich richtig erinnere. Das war's. Da habe ich mal, das habe ich gar nicht gezeigt, ein Ponita, so mit der Unendlichen, kam das in Shiny. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit den 12 Kilometer Eiern für jetzt. Oh, ich spiele jetzt fertig. Oh. Ich bin gerade dabei, 12 Kilometer Eier zu sammeln. Ich darf den Pokéstop nicht drehen, ansonsten bekomme ich vermutlich ein Ei. Ich möchte für alle, die jetzt vielleicht auch wegen Crypto Mewtwo mal wieder das Spiel runtergeladen haben und Team Go Rocket gar nicht so kennen, möchte ich ein bisschen die Tipps und Tricks auffrischen. Denn ihr wollt mir doch nicht etwa mit Gewalt drohen, oder? Und zwar, also, man möchte im Allgemeinen, wer Probleme hat bei Team Go Rocket, das Pokémon, mit welchem man kämpfen will, nicht an die erste Stelle packen. Oh, Gewaldro ist gar nicht aufgeheilt. Nicht an die erste Stelle packen, denn man will wechseln. Nach jedem Wechsel und nach jedem neuen Pokémon, welches reingeholt wird, nach jedem Schild, nach jeder Ladeattacke, machen die Rüpel für so in etwa 2 bis 3 Sekunden nichts. Null, nada, niente. Hier, ich wechsle. Ammonitas steht einfach nur rum. Und in der Zeit sollte man auch keine Ladeattacke einsetzen, sondern nutzen und noch farmen. Und es gibt so ein paar Pokémon, die ultraschnell Energie generieren. So ein Pex mit Lebensschuss, so ein Gewaldro mit Kugelsaat. Ich farm jetzt hier einfach runter und verlasse das erste Pokémon mit 100 Energie. Okay, dass hier jetzt noch eine Attacke kam, ist ein bisschen nervig bei so wenigen KP. Aber danach kann ich eine Ladeattacke nach der anderen spammen. Und nach jeder Ladeattacke habe ich wieder diesen Zeitraum von 2 bis 3 Sekunden, wo ich... So, die ersten zwei werden sowieso geschildert. Da muss man nichts machen. Und wo ich jetzt nach der Ladeattacke wieder 2 Sofortattacken machen werde, weil das Elevoltex sowieso nur rumsteht, wieder 2 und einsetzen. Die Sofortattacke, sehr schön, ist sogar nicht sehr effektiv. Hat doch nur Elektro, da hast du auch eine Eis... Sofortattacke? Nein, glaube ich nicht. Das wäre bitter. Und jetzt ist mein Wechsel sogar wieder rum. Und nun könnte ich zum Beispiel auf ein WP10-Pokémon wechseln. Das geht dann drauf. Dann komme ich wieder in Gewaldro und kann wieder diese Energie tanken, weil der Gegner kurz nichts macht. Oh. Sorry, jetzt war ich etwas abgelenkt. Das war ja schon die dritte Attacke. Jetzt muss ich natürlich schon aufladen. Denn nicht aufgeladene Ladeattacken machen in etwa 20% des Schadens. Und je mehr Bubbles man trifft, desto näher kommt man zu den 100%. Okay, das war jetzt... Das kostet mich nun vermutlich den Sieg. Jetzt wollte ich so auf ganz cool machen. Ja, genau. Also das streichen wir einfach raus so, das ist niemals passiert. Denkt euch einfach, ich hätte da voll aufgeladen und danach nochmal gedrückt. Na so, wir holen uns wieder Energie. 1500 Wettkampfpunkte Tengulist.
Ne, kämpft jetzt hier gegen das Ele Voltec und am Ende vermutlich Despotar. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Schaden verursacht. Da ist es auch schon. Despotar bekommt jetzt auf jeden Fall mal 3 Laubklingen ab. Mal schauen, ob die reichen. Na, also, genau, beim ersten Pokémon. 2 Sofortattacken und wieder die Ladeattacke. Beim ersten Pokémon ordentlich Energie tanken und dann einfach nur Ladeattacken spammen. Jetzt darf ich aber nur noch eine Sofortattacke einsetzen. Denn ansonsten trifft mich jedes Mal auch eine Sofortattacke von Despotar. Na gut. Und leider, okay, wechseln wir, dass wir dieses Tangolist am Leben lassen. Und hier selbiges Spielchen. Energie ohne Ende etc. pp. Jeden Wechsel nutzen, also wirklich, ich stelle mir vor, wenn jemand neu anfängt und so nicht gepushte Pokémon hat, dann wird man da komplett zerfleischt von denen und denkt sich, hä, warum, wie macht man das? Die stehen einfach nur rum, nach jeder Aktion, nach jedem Wechsel, nach jeder Attacke, nach jedem Schild und so. Oh nein, ja, das habe ich gelesen. Jetzt gibt es Sticker von denen. Ich hoffe, die Sticker ersetzen nicht ein Item. Das wäre ansonsten sehr schade. Aber im Grunde hätte man das locker mit einem Gewaldroh. Oder hätte ich das jetzt in diesem Beispiel locker mit diesem einen Gewaldroh machen können. Müssen, wenn ich ein bisschen mitgedacht hätte. Ja, das sind so die kleinen Tricks und Kniffe gegen Team Go Rocket. Ammonitas mit Wetterboost. Da schauen wir mal. Ja, ja. Okay, also. 12 Kilometer habe ich auch bekommen. Dann würde ich mal sagen, tschüss. Oh, Spiele dran. Und einen machen wir noch. Sierra ist hier soeben aufgetaucht per Ballon. Und die hat in der Vergangenheit mit Doppel-Lapras wirklich viele Probleme bereitet. Nun versuche ich etwas. Bin mir nicht sicher, ob das klappen kann. Hängt vom zweiten Pokémon ab, welches meistens Tohaido ist. Und schauen wir mal. Zur Not nehme ich mir noch was mit. Ich lasse Melmetal einfach, aber am Anfang ein WP10-Pokémon hier. 0 Schilling, alles Klärchen ist aufgeheilt. Okay. Obwohl, nein. Hier nehmen wir auch ein WP10-Pokémon, nämlich Topsy ist Beste. Schauen wir einfach mal, was man da machen kann. Denn das Gute an Irokex ist, es ist vom Typ Unlicht. Lucario würde ich, also wer Lucario hat, kann damit komplett vorpreschen und hier durch die Decke gehen. Na, was ist das für eine Sofortattacke? Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall durch die, also sie schilden sowieso zweimal. Und egal ob Schild oder nicht, der Steigerungshieb erhöht immer den Angriff. Maximal 4-mal. Um eine Stufe. Nach 4 Stufen ist man um 100% stärker im Angriff. Also macht praktisch, grob gesagt, den doppelten Schaden. Die Schilde sind weg. Ah, jetzt habe ich das nicht so bedacht. Das habe ich nicht ganz so bedacht, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich nämlich rauswechsle, setze ich das nämlich wieder zurück. Und unendlich Energie kann ich mir auch nicht antanken. Eventuell schneide ich und das muss ich nochmal versuchen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, da hätte ich früher wechseln müssen, bevor ich mir Steigerungshieb hole. Aber hier, ich habe fast 3-mal Steigerungshieb ready. Jetzt muss ich mich leider wieder aufbauen. Auch wenn ein Schmarotzer natürlich gereicht hätte, vermutlich gereicht hätte, keine Ahnung. Ich habe nur 1500 WP. Aber muss ich mir hier mal ein bisschen wieder aufbauen. Noch einen Steigerungshieb. Und dann schauen wir mal. Das hätte man definitiv besser machen können. Jedoch seht euch mal an, wie lange hier so ein 1500 WP-Pokémon einfach überlebt. Ich habe 2 Steigerungshiebe ready. Bitte, Tohaido. Jawohl, sehr schön. Erkenne ich rechts oben am Typ-Icon. Durch den Typ Unlicht ist es nämlich schwach gegen Kampf. Und da macht man ordentlichen Schaden. Brauche ich... Nein, ich brauche eine Attacke. Glück gehabt, Tohaido hat nichts gemacht. Nichts gemacht. Nein! Simsala, jetzt muss ich leider auf Schmarotzer gehen. Wie oft bin ich gesteigert? Bin ich schon bei 4? Weil Schmarotzer benötigt ein bisschen mehr Energie. Hey, wieso hat die Simsala? Ich glaube, das häufigste... Wow! Ich habe noch ein Schild. Ich habe ein einziges 1500 WP
Irokex verwendet. Aber Achtung, wirklich, so ein normales Kampf-Pokémon, welches nur den Typ Kampf hat, kann gefährlich werden, wenn Traumato eine Psycho-Sofortattacke hat. Das muss man auch bedenken. Aber durch Stahl oder durch Unlicht gleicht man eben das aus. Und dann wunderbar. Und vor allem, warum bekomme ich bei Sierra Cliff? Das macht ja auch relativ wenig Sinn, oder? Ich habe Cliff am allermeisten. Ich will nicht sagen nur Cliff. Habe ich Alu auch schon mal erhalten? Gibt es den überhaupt? Oder die? Oder wen auch immer? Oder nur Cliff gerade? Ich habe, glaube ich, 10 Cliff-Sticker und keinen anderen bisher. Noch? Okay, also das war eine kleine Demonstration, wie heftig diese Attacken sind, die wenig Energie benötigen und die man einsetzen kann ohne Ende, den Wechsel nutzen und so weiter und so fort. Und sich raufsteigern, aber auch bedenken, durch den Wechsel ist sowas wie der Steigerungshieb leider zurückgesetzt. Okay, dann würde ich mal sagen, für die Folge soll es das gewesen sein. Viel Glück, Spaß und Erfolg mit dem Team Go Rockets, auch bei Giovanni gegen Dingenskirchen Mewtwo. Selbiges Prinzip, am Anfang Snubbelicut ist schwach gegen Kampf. Da kann man auch irgendwas reinnehmen und mit den Steigerungshieben sich ordentlich pushen. Danach eine ordentliche Vorarbeit leisten gegen das zweite Pokémon und am Ende holt man, keine Ahnung, irgendeinen Geist rein gegen Mewtwo oder vielleicht ein Käfer-Pokémon, sowas in der Art. Yo, für die Folge war's das. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.